Also, man sieht es, glaube ich schon. Also, okay. Ich habe versucht, dezent zu verbergen, dass gecuttet wurde. Oder so. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt mit der Schnittstelle mache. Aber natürlich überhaupt nicht verborgen bekommen. Also gut. Geil, 2 Kobalt. Also, eventuell hat man eben schon gemerkt, man kann von vielen Materialien eine Flüssigkeit machen. Ich versuche gerade eben diese Flüssigkeiten herzustellen. Mir fällt gerade ein, mit dem flüssigen Glowstone wollte ich ohnehin noch was machen. Also, wir können für flüssiges Glowstone noch mehr normales Glowstone holen. Also halt mehr herstellen. Und außerdem. Das war's. Brauchen wir ohnehin ja noch Glowstone. Glowstone braucht man dauernd. Aber ich sehe keins mehr so spontan. Also gehen wir doch lieber wieder raus. So. Flüssiges Ender ist möglich. Also es heißt auf Englisch Liquid Ender. Ich übersetze es jetzt mal in flüssiges Ender. Ups, das war eins zu viel, glaube ich. Nee. Eins gleich 100 Millibuckets. Ich dachte 200. So, befüllen wir. Dann haben wir flüssiges Redstone. Und dann, wie viel bringt ein Glowstone? 250, ja. Dann haben wir das auch. Und man sieht schon am Glowstone-Eimer, dass der etwas komisch ist. Also, hier haben wir Enderzeug, das teleportiert ein. Hier haben wir Redstone, das gibt einem einen Geschwindigkeitsbuff, dachte ich, aber scheinbar nicht. Und dann gibt es flüssiges Glowstone, das tut das. Erstens leuchtet es, weshalb es recht cool so. Hey, das wäre echt eine Idee, es irgendwie zum Bauen zu verwenden. Also das ist einerseits recht cool zum Bauen quasi. Andererseits gibt es einen Geschwindigkeit- und Jump-Boost. Zweitens ist es eine Flüssigkeit, durch die man langsam absinkt und scheinbar keinen Fallschaden bekommt. Drittens kann man nicht über. Ja, außerdem kann man nicht ertrinken und. Also, das ist durchaus cool. Es gibt halt auch Licht ab. Ich glaube, damit können wir durchaus irgendwie mal was bauen. Oder nee. Nicht in der Form, so ähnlich. Jedenfalls, worauf ich hinaus will. Einerseits bringen die Sachen einen so einen Effekt, dass hier Geschwindigkeit und Sprungboost, das teleportiert einen und das Wetter und dachte ich, macht auch einen Effekt. Tut's aber nicht. Und außerdem brauchen wir mal kurz etwas Plastik von Mine Factory Reloaded. Ich glaube zumindest, das war Plastik. Moment. Denn es gibt einen sogenannten Straw. Straw heißt auf Deutsch Strohhalm. Und der wird benutzt, um Dinge zu trinken. Was kann man dann wohl trinken, wenn ich hier extra diese Flüssigkeiten platziere? Richtig, diese Flüssigkeiten. Jede dieser Flüssigkeiten hat ihre eigene Wirkung.
Wollen wir mal schauen, was sie so tun. Zuerst Glowstone. Nachtsicht für eine Minute, Speed 3 für eine Minute und Jump Boost 3 für eine Minute. Boing. Ah ne, ich hab... oh, wie blöd. Okay, boing. Springt er jetzt rauf. Ui. Jo. Ist schon mal ganz witzig. Au. Dann gibt es Whetstone. Okay, ich glaube, wir lassen erstmal unsere Buffs abklingen. Unsere derzeitigen. So, ist weg. Dann warten wir noch kurz, bis die Schuhe fertig sind. Weil ich möchte, bevor wir zum Enderzeug kommen, schon meine Rüstung aufgeladen haben. Aus Gründen. Also, und dann gibt es hier das Whetstone-Zeug. Das sorgt hierfür. Ich wusste auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr, was es macht. Es lässt einfach einen Blitz einschlagen. Und zu guter Letzt gibt es noch das Enderzeug. Also, wenn man es berührt, wird man wegteleportiert. In einem kleinen Radius. Was passiert dann wohl, wenn man es stattdessen trinkt? Antwort, man wird wegteleportiert. In einem großen Radius. Ach du Scheiße, wie sollen wir von hier aus wieder nach Hause kommen? Um ehrlich zu sein, porten wir uns gleich zurück. Weil ich habe keinen Bock, 12.000 Blöcke nach Hause zu fliegen. Ich wollte es nur mal demonstrieren. Das Blöde ist, das meiste der Minecraft-Welten ist halt immer Wasser, von daher landet man meistens im Ozean. Womit man wirklich nichts anfangen kann. Also, Waypoints, Quarry, Teleport to. Einfach mal so, um es gezeigt zu haben. Dann werden wir vielleicht irgendwann mal arbeiten, falls ich irgendwie ein bestimmtes Biom suche und hier keins finde. Einfach Enderzeug trinken und schauen, ob ich irgendwo völlig woanders lande und dann einfach mal da suchen. Vielleicht werden wir ja dann da fündig. Also, wir haben damit den einen Punkt hier auch schon wieder abgearbeitet, den ich jetzt nur direkt gemacht habe, weil jemand danach gefragt hat. Und ansonsten, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen Illuminated. Nee. Wir sollten vielleicht mal am Boden und so weiter arbeiten. Die Treppe müsste fertig sein. Ja. Die ist fertig. Ich glaube, da kann man nicht mehr viel verbessern. Die wirkt nur von der Seite hier an der Stelle vielleicht noch etwas dünn. Und vielleicht könnte man sie irgendwann noch verbreitern. Aber aktuell ist sie so gut. Ja, dann würde ich jetzt am Rest weiterarbeiten. Da ich faul bin, nehme ich dafür den Wand. Oh verdammt, ich wollte nicht rechts klicken. Verdammt.
gesehen. Hat keiner gesehen. So. Jetzt machen wir es aber mal richtig. Und zwar so. Hä? Ach so, Warbridge, klar. Das hier kurz weg, so. Und dann, wie machen wir das? Vielleicht. Nein. Nur die unteren gehen. Dann können wir hiermit also die unteren Half-Steps schon mal nehmen und die oberen dann manuell einsetzen. Theoretisch. Ja, so ähnlich soll dann also der Boden verlaufen. Stückchen. Ja. Und der äußere Rand wird dann hier wieder die Slabs. Vielleicht auch noch zu einem bestimmten Stück oder so. Mal sehen. Dann haben wir schon mal bald einen Boden. Bald, bald, bald. Wie sieht es jetzt mit dem Rubinstock aus? Nicht sehr viel besser. Gut. Nicht gut. Ich weiß gerade einfach nicht, was wir noch machen können. Ach klar, die Maschinen. Wir brauchen noch Transformer-Upgrades. Sollte dann, glaube ich, reichen. Ja, Netzwerk, ich habe dir doch beigebracht, wie man Wrenches craftet. Ah.
Okay, das funktioniert scheinbar derzeit noch nicht so ganz. Es versucht immer einen Beschädigten zu nehmen. Leuchte einfach beides wieder rein. Ja. Beschädigter rein. Also, auf jede dieser Maschinen muss jetzt ein Transformer-Upgrade. Hier wurde es angenommen, hier wurde es angenommen, 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 angenommen. So. Die Plate-Bending-Maschine braucht noch eins. Angenommen. Das heißt, wir können jetzt ein Glasfaserkabel nehmen, den Transformer abbauen und angeschlossen. Cool, ab sofort funktioniert das da mit MV. Dann einmal kurz in den BBCF-Sprayer drauf gesprayt. Ach ja, ein Nachteil. Erstens kann es zu Lichtbugs führen, wenn man es wieder entfernt. Zweitens, wenn man damit sprayt, dann kann es sein, dass man bisherige schon feste Blöcke wieder zu Spray macht. Die ersetzt man dann irgendwie wieder. Ich weiß nicht wieso. Ja, also die Maschinen laufen jetzt mit MV, das heißt, sie können mehr Strom annehmen. Und das mache ich mir dann zunutze, indem ich ein paar Glasflaschen mache. Welche? Egal. Ah ne, und zuerst brauchen wir noch Zinnplatten. Haben wir. Schön. Ich crafte hier dann mal kurz was. Nicht. Oh. War das normales Zinn? Ja. Da braucht man einmal normales Zinn. Genau, dann mache ich Platten. Ja, zum Glück musste ich sie ja nicht machen, wir hatten sie ja. Gut, also. Zinn, Zinn. So, wozu das jetzt? Wir haben jetzt mit 4 Zinn und einer Wasserflasche eine 10K Coolant-Zell gecraftet. Die kann man auch irgendwie im Reaktor verwenden. Aber ich möchte sie ganz anders verwenden. Und zwar mit Circuits für Overclocker-Upgrades. Habe ich glaube ich schon öfter gesagt, die sorgen dafür, dass die Maschinen schneller arbeiten. Was wir natürlich langsamer brauchen bei so ein paar Maschinen hier. Selbst wenn das die Stromkosten erhöht.
Dafür haben wir extra jetzt dafür gesorgt, dass die auch MV annehmen können und somit mehr Strom auf einmal. Platzsparend und speichern das Rezept ein. Übrigens, die Cori hat, weil das Tesseract am Crafting-Ding stand, hier den Kram reingepackt. Normalerweise kann man da keine Blöcke reinpacken, aber das Tesseract hat es geschafft. Also, das Tesseract hat einfach da dran das gepackt. Also, kein Rubber mehr. Dann ändern wir das Rezept. Ah ne. Oh, es war dumm. Wir müssen das Kupferkabelrezept ändern. Gar kein Rubber mehr. Okay, das ist blöd. Okay, ich würde sagen, ich mache dann jetzt Schluss. Und vielleicht sind wir dann nächstes Mal organisierter. Gefunden. Dann müssen wir jetzt noch ein Schaltkreisrezept aufnehmen. Und können jetzt können jetzt Overclock-Upgrades craften. So, alle vier fertig. Die kann man dann auf Maschinen packen, zum Beispiel die hier. Jede der Industrial Centrifuges arbeitet jetzt doppelt so schnell. Dafür verbrauchen die auch deutlich mehr Strom. Und zwar 60% mehr. Aber wir haben ja eigentlich Strom. Also ist das kein Problem. Von daher würde ich dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.